diesem Video zeige ich Ihnen, wie wir in unserer Übungsreihe gegen die verschiedenen Formen der Nervosität die Gebärde des O mit dem Laufen eines Kreises verbinden, um bei Neigung zu Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit dem Körper wieder mehr Volumen und Selbstvertrauen zu vermitteln. Als erstes schlage ich Ihnen vor, einen Kreis zu laufen. Rechts nach vorne, links zurück. Wahrscheinlich werden Sie merken, so ist es bei den meisten Menschen, dass der Kreis nach vorne die erste Hälfte schön voll und rund wird und die zweite Hälfte, wo man rückwärts geht, die wird mager, kleiner und man kommt gar nicht mehr bis zu dem Anfangspunkt zurück. Darum können Sie auch mal eine Markierung auf den Boden legen, so wie hier zum Beispiel eine ganze Matte, wo Sie dann drumherum laufen und wieder zurück und dadurch merken, haben Sie diesen Bogen groß gelaufen oder abgekürzt. Sie können das O auf verschiedene Arten bilden. Entweder auf Herzhöhe als kraftvoll geführten Kreis, wo die Arme sich wirklich runden und die Finger zusammenkommen. Sie können es mit Ihren Flügeln bilden, mit dem Schultergefühl breit werden und sich dann einhüllen, als würden Sie in Ihrer Aura eine schöne Hülle bilden. Oder, wie ich es in dem Video die Grundlagen der O-Gebärde gezeigt habe, zweistufig erst vom Herzen nach außen strömen, dann sich mit dem Umkreis verbinden und strahlend mit den Kräften des Umkreises die Hände zusammenführen und das O so durchstrahlen. Bilden Sie auf dem Weg rechts nach vorne die Gebärde des O's, sodass sie fertig ist, wenn Sie ankommen. Lassen Sie los und bilden Sie die Gebärde des O's auf dem Rückweg nach hinten noch einmal, bis Sie ankommen. Üben Sie als erstes so, dass das O zum Abschluss kommt, wenn Sie vorne ankommen. Und das O zum Abschluss kommt, wenn Sie hinten ankommen. Jetzt kommt die Dialogphase. Sie gehen so in den Arm rein, dass Sie merken, die Kraft der Armbewegung überträgt sich auf die Beinbewegung. Der Arm beginnt zu bewegen und nimmt die Beine mit. Der Arm bewegt, die Beine laufen. Spätestens jetzt werden Sie merken, dass diese Kraft im Arm die Form groß werden lässt und sie auch auf dem Rückweg wieder zurückbringt. Meistens lasse ich die Arme, wenn das O fertig ist, sinken, bevor ich wieder neu ansetze und das nächste O anschließe. Wenn wir aber wie jetzt die Bewegung immer mehr beschleunigen, ist es vielleicht nicht nötig, dass Sie die Arme immer ganz sinken lassen. Wichtig ist, dass Sie am Ende des O's vollkommen lösen, der Körper entspannt nach unten und die Arme sinken dann vielleicht nicht ganz runter, sondern lösen. Kommen zum Herz zurück, Sie sind ganz in Ruhe und setzen dann wieder aus der Kraft des Herzens neu an. Sie fangen langsam an, die Arme wirken hinunter in die Beine, führen den Schritt, entspannen. Die Arme wirken und dann, wenn sie wirken, nehmen Sie erst die Beine mit.
ankommen und dann schneller werden. Ganz langsam, ein bisschen schneller und steuern Sie das mit der Kraft der Arme. Nicht mit der physischen Kraft, sondern mit der Wirkung, die Sie entfalten. Achten Sie darauf, dass Sie nicht, weil Sie wissen, jetzt soll ich schnell laufen, sich bemühen, das gut zu machen und unwillkürlich mit großen Schritten durch den Raum laufen und gar nicht die Kraft der O-Gebärde benutzen. Setzen Sie wirklich die Ausstrahlung des O's ein, dass sie fließend durch diese Form bringt. Machen Sie zum Schluss das O noch einmal langsam. Ganz langsam und immer noch aus der Kraft des O's geführt. Auch der Rückweg, der Arm macht links groß und bringt mich zurück. Dann lassen Sie los, spüren Ihren Körper, spüren sich selbst, lauschen der Bewegung nach und Ihrem Atem in Ihrem Körper.